Kultur auf Eis gelegt. Das Staatstheater Cottbus hat alle für den April geplanten Veranstaltungen abgesagt. Bereits gekaufte Karten werden erstattet. Laut Pressemitteilung bleiben die Planungen für einen Spielbetrieb im Mai aber bestehen. Außerdem laufen die Vorbereitungen für ein mögliches Sommertheater im Kasernenhof. Die Spielplanpräsentation in Branitz und die Walzernacht auf dem Altmarkt werden auch in diesem Jahr nicht stattfinden können. Landessportbund spürt Corona-Pause. Der Landessportbund hat einen Mitgliederrückgang von über 3% verzeichnet. Bei den bis 14-Jährigen gingen die Mitgliederzahlen sogar um fast 6% zurück. Das geht aus der aktuellen Mitgliedsbestandserhebung hervor. Als Hauptgrund für den Rückgang nennt der LSB die aktuellen Eindämmungsmaßnahmen. Die Mitgliederanzahl liegt insgesamt aber immer noch bei über 340.000. Filmcrew sucht dich. Am 24. April startet das Filmkunstprojekt Filmcrew unterwegs in der Lausitz. Junge Menschen zwischen 12 und 16 Jahren können mitmachen. Im Rahmen eines Workshops lernen sie die Grundlagen des Filmemachens kennen. Gedreht wird in der Region Lübben und Spremberg. Der Film soll dann im Herbst öffentlich präsentiert werden. Die Bewerbungsfrist gilt noch bis morgen.